Willkommen zum 15. Let's Play Teil bzw. zum dritten Tutorial Video von Omnibus Simulator 2011. Ja, ich bin ja weggefahren und deswegen steht das Video auch so spät. Ich wollte es eigentlich noch machen, bevor ich wegfahren wollte, aber ich habe da eine Option Crash und als ich wieder zurück war, dann habe ich natürlich alles reparieren müssen bzw. alles wieder so einstellen müssen, denn durch den Option Crash der Patch, der irgendwie nicht ganz tok-tok war, also einen Fehler hatte, viele Einstellungen irgendwie auf Null gesetzt und da muss man erstmal rumtüfteln, was da wieder richtig war. Ja. Okay, heute dreht sich alles um den Fahrscheinverkauf. Und zwar einfach, denn ihr habt in meinen Let's Plays, also da hatte ich eingestellt einfach. Also wollt ihr natürlich auch sehen, wie ich das auch gemacht habe. Wenn ich jetzt auf erweitert gehe, dann wisst ihr gar nicht, habe ich ja noch nie gesehen, wie der es gemacht hat. Daher macht es mit einfach mehr Sinn. So, ihr habt erstmal hier Tickets. Also wenn ihr einfach eingestellt habt, benötigt ihr eigentlich nur Tageskarte, den normalen Fahrschein und die Kurzstrecke. Wichtig ist, ich erkenne die Tageskarte daran, dass sie so pink ist. Hier die normale Fahrkarte. Die erkenne ich daran, dass sie grün ist und die Kurzstrecke daran, dass sie blau ist. So. Wichtig ist, ich erkenne auch immer, was die wollen, nur am Preis. Wichtig ist, die Tageskarte erkennt man daran, dass sie 9 Mark kostet. Die Mark steht auch hier dran. Hier, normale Fahrschein, 2,70 Mark. Und hier die Kurzstrecke, 1,70 Mark. Ja, das müsst ihr dann halt immer passend geben, das steht dann auch oben immer. Wie ihr auch in den Let's Plays sehen könnt. So, jetzt Rückgeld. Bei den SD200 Bussen gibt es diese 5 hier nicht. Ich muss es anders erklären. Ihr braucht, um hier bei diesen 3 Tickets Wechselgeld zu geben, nur 5, 2, 1 und 2. Manchmal müsst ihr nur 30 Pfennig Rückgeld geben. Manchmal nur einmal. Manchmal auch 8 Mark 30. Dann gehe ich einmal 5, 2, 1 und 30. Oder einfach nur mal 7 Mark 30. Dann gehe ich auf 5, 2 und 30. Ja, das ist ziemlich simpel. Und übrigens, bei dem MANSD 202 D92 gibt es ja einen Fahrschein Drucker. Bei dem ist das anders, da seht ihr die Tickets ja nicht. Daher sind ja Knöpfe. Und ich habe mir das mal angeguckt und aufgeschrieben. Nämlich, bei dem SD202 D92 ist die Tageskarte, da steht auf dem Knopf drauf, Tagesk.norm. Das steht dann für normal. Oder irgendwie so dann. Und dann, also hier das Pinke. So, kostet da genau dasselbe. So, dann die normale Fahrkarte, also die grüne für 2,70 Mark. Moment. Die heißt dann FS, also Fahrschein Norm. Also wieder normal. Und dann die Kurzstrecke, die steht da komplett ausgeschrieben, wie man die schreibt. Ja. Daher kann man die dann auch nicht an den Farben erkennen. Da muss man ein bisschen näher ranzoomen und dann genau gucken. Ja. Wie gesagt, bei der SD200-Reihe gibt es diese 5 nicht. Das heißt, wenn ich jetzt 8,30 Mark zurückgeben möchte, muss ich 1, 2, 3, 4 so machen. Oder wenn 7,30 Mark sind, dann 1, 2, 3, 4, 5, so. Das ist sowieso der Unterschied zum Fahrschein, zu der SD200-Reihe. Ja, das muss man dazu sagen. Also, Ticket auswählen. Wie gesagt, bei den Fahrscheindrucker haben die alle einen gelben Knopf, wo dann in schwarz drauf steht, bla 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 bla. Und bei allen anderen Bussen, außer SD202, D92, ist die Tageskarte pink. Die kostet 9 Mark. Ich wiederhole es am besten nochmal. Und dann den normalen Fahrschein für 2,70 Mark und der ist grün. Und blau, die Kurzstrecke, die kostet 1 Mark 70. Und die kostet 2,70 Mark. Habe ich ja schon gesagt? Keine Ahnung. Ja. Und so kann man das Ganze auch machen. Ja. Das war's dann eigentlich auch schon. Ich hoffe, ich habe euch geholfen, wie man hier das Ticket auswählt und wie man hier Wechselgeld gibt.
Und was die Leute einem geben, das ist immer unterschiedlich. Manchmal geben die es einem sogar passend, das passiert bei mir super selten. Oder manchmal auch irgendwie total anders. Oder falls jemand jetzt eine Tageskarte haben will und der gibt dir 10 Mark, dann natürlich 1 Mark zurück. Ja, das war's von dem 15. Let's Play Teil, beziehungsweise vom 3. Tutorial-Video. Dies war vorerst wieder der letzte Part, denn bald kommt sehr wahrscheinlich noch ein anderes Let's Play. Wie ich im 10. Part gesagt habe, so genau werde ich es nochmal sagen. Und es ist nämlich genauso. Wenn euch diese Videos hier gefallen und ich das sehe, oh ja, das ist ja super alles, dann mache ich damit noch weiter mit OMSI, wie ich im 10. Part gesagt habe. Bis dahin, ciao.